Shalom Aleichem. Dem 7. November merken wir ob dem Geburtstag von Peretz Hirschbein, ein avatorischer Dramaturg und ein verbrennter Reisender, was hat bereichert die jüdische Literatur mit seinen lebendigen Beschreibungen von verschiedenen Ländern und Kontinenten, wo er ist ausgewählt. Und geboren geworden ist Hirschbein auf seinem Tatens Wassermühl, nicht weit von Grodno. Ungeheben zu schaffen hat der junge Schreiber in Hebräisch, aber noch im Besuch in Warsche und der Bekanntschaft mit Judlamet Peretzen, ist er nicht bald, bislich weiß, rüber zu Jiddisch. Seine erste originelle Pjäse in Jiddisch auf jener Seite Teich hat Hirschbein geschaffen in 1906. Später mit 2 Jahren kommt er in Odessa, wo auf der Initiative von Bialik und Boris Schafir wird zu neu geklappt die dramatische Truppe unter der Leitung von Peretz Hirschbein, auf dem Jesod von der russischen dramatischen Schule, mehr bekannt wie Hirschbein-Truppe. Der Zweck von dem neuen jüdischen Theater ist gewesen, zu spielen literarische Pjäses und aufheben dem künstlerischen Niveau von jüdischen Theater. In dem Repertoire von dem Theater sind daran Hirschbeins Pjäses Die Nivele, Joel, Tkis Kaf, wie auch Pjäses von Sholemash, Sholem Aleichem, David Pinsky und anderen Mechabrim. Die Truppe hat gespielt bis in Jahr 1910 und sich zerfallen. In 1914 ist in New York gegründet geworden die tägliche Zeitung Der Tag. Peretz Hirschbein wird dort ein Mitarbeiter und drückt dort den größten Teil von dem, was er hat später geschaffen, bis zum letzten Tag von seinem Leben. In 1918 sind in Reus auf der Bühne die 2 beste Pjäse seine, dem Schmieds Töchter und die Grüne Felder. Sie haben herangebracht einen frischen Strom in der jüdischen dramaturgischen Literatur und haben weggestellt die jüdische Theaterkunst auf eine höhere Madrege. In 1925, zusammen mit seinem Freund, der Dichterin Esther Schumacher, fuhrt er raus auf seine 2. lange Reise, die hat gedauert 5 Jahre. Er ist damals ausgewählt in Durham, Amerika, Japan, China, Indien, Eretz Yisrael, Sowjetverband und in verschiedene europäische Länder. Seine Reportagen haben sich gedreht in die europäischen jüdischen Zeitungen und in Amerika auch. Die Reiseschilderungen sind in Arois in besondere Bücher. Sich umgekehrt von der Reise hat Hirschbein sich genommen zu einem Gebiet von Schreiben, zu künstlerischen Sichreunes und größe Prosewerk. Zwischen die populärste Werk in dem Gebiet ist geworden sein Roman Meine Kinderjuren und In Gang von Leben. Sintsov 1940 besetzt sich Hirschbein in Los Angeles. Die letzten 3 Jahre oder Schreiber gelitten von einer schweren Krankheit. Gestorben ist Peretz Hirschbein in 1948 in Los Angeles. Schön war, nicht mitgehalten mit ihm, der mich mehr. Aber weiß ich Lust, dass er weiß, nicht was er ruht. Dass er Menschen zieht, dass er behauptet, noch Keuer vorwegzugehen. Wie die Teure, dort ist mir nicht. Er wusste keiner nicht einsitzen.
Er lässt das in deinem Kamat den unhöflichen Mann. Wie hin er wird kommen, wart mir nicht durch den. Ich bin nicht geschlafen. Wohin gehst du, Levi? Gibt es einen listigen Bettmädrisch? Bessere Jeden? Halle, Levi? Nein, es ist nicht aus. Ort, du bist Mädrisch, in alle vier Winkeln, Gott heiße dich. Nicht für den Emmet ist immer mit ihm. Man darf es nicht gehen, weiß ich. Das Licht von Emmet ist immer mit ihm, aber sichern darf man. Was ist der Eile nicht? War, Pisco? Man nimmt sich schon nach zu. Ist es jedem nicht weit? Ist so nicht weit, wollen ihn jeden. Bist da jüdisch hingehen? Er ist gemeint als nicht. Kim, voll achtieren. Will ein bisschen sitzen. A kappala sich hupriehen. Wohin ist weit von dannen? Den Herzen, ne, Sterre? Muss man der Mama sagen, auf dem, wo du bist gekommen, helfen und setzen?
Die Mama, ihr Arzt. Wenn also was bei Nacht herausgenommen, die reicht nicht auch.